seht ihr mal, wie groß das Gebäude ist. Kissen, Bettdecke, alle Möbel da. Guckt euch an, wie das aussieht. Aber dass wir hier noch so viel finden. Oh, hier ist ja wirklich noch alles da. Alles hinterlassen. Die Zimmerschlüssel mit einem unglaublichen Ausblick. Irgendwas macht hier seltsame Geräusche. Und wir müssen wirklich aufpassen, denn direkt angrenzend ist eine Anlage an Ferienhäusern, die definitiv bewohnt sind. Wir haben ausgeschlafen, dort hinten liegt Leon noch. Ich würde euch jetzt gerne den Ausblick zeigen. Allerdings, ja, seht einfach mal selbst, es ist ein so dichter Nebel aufgekommen. Ich bin vorhin schon einmal kurz aufgewacht. Da kam der Sonnenaufgang raus und es sah wirklich richtig cool aus. Jetzt finde ich, hat es aber auch auf jeden Fall was, weil dieser Nebel, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie weit man hier eigentlich gucken könnte und wie hoch wir sind. Denn wir wissen noch gar nicht so recht, in was für einem Gebäude wir hier eigentlich geschlafen haben. Gestern Nacht sind wir ja Hals über Kopf hier reingestürzt und haben uns dann in die Betten gelegt, ohne so richtig uns mal umzuschauen. Aber das wollen wir jetzt machen. Und dabei nehme ich euch jetzt mit. Ich bin sehr gespannt, was wir hier so finden werden. Ja Leute, eben noch im obersten Stockwerk sind wir jetzt ganz im Erdgeschoss angekommen, haben unsere Sachen abgestellt, um jetzt nochmal ohne Gepäck das Gebäude zu erkunden. Der Raum hier ist identisch aufgebaut zu dem, in dem wir übernachtet haben. Und wir sind jetzt wirklich ganz unten, hier ein Fahrstuhl außer Betrieb. Und jetzt werden wir uns dieses riesige Gebäude anschauen. Die Jungs sind gerade auch schon auf dem Weg. Aber ich denke mal, hier unten das Stockwerk wird genauso aufgebaut sein wie oben. Wir sind ja hier in einem Teil des Hauses, noch in genau demselben, in dem wir auch 4 oder 5 Stockwerke weiter oben geschlafen haben. Dementsprechend sehen die Räume hier alle so aus. Hier ist noch ein größeres Zimmer, guck mal hier. Hier ist wirklich noch Kissen, Bettdecke, alle Möbel da. Auch das Badezimmer ist größer. Boah, sieht richtig gut aus. Leute, der Dave hat mir gerade erzählt, dass dieser Raum hier wirklich ganz besonders ist. Guckt euch diesen grünen Schimmel an den Wänden an. Moos an der Wand. Dieser Verfall, guckt mal an, was da für ein Schimmel an dem Holz dran ist. Wahnsinn. Hätte man jetzt überhaupt nicht erwartet, weil ja einige Räume, ich meine, wir haben ein paar Stockwerke weiter oben friedlich geschlafen. Und hier sieht es einfach so aus. Aber auch hier das Bett gemacht. Badezimmer. Warte, hier ein Blick nach draußen. Da liegt der Schnee. Dort oben der Wald. Der Berg erstreckt sich noch ein ganzes Stück weiter in die Höhe. Und wir müssen wirklich aufpassen, denn direkt angrenzend ist eine Anlage an Ferienhäusern, die definitiv bewohnt sind. Deshalb wollten wir auch gestern Nacht hier nicht mehr mit den Lampen an den Fenstern vorbeilaufen. Mal schauen. Hier steht ein altes Whiteboard. Guck mal hier.
Hört die Tür klemmen zwar. Irgendwas macht hier seltsame Geräusche. Hier tropft es irgendwo. Das sieht hier aus wie ein ehemaliger Konferenzraum, in dem vielleicht auch Dienstreisen stattgefunden haben. Viele Hotels haben ja solche Räume. Boah. Hier strahlt das Licht herein, draußen reflektiert der Schnee die langsam hinter dem Nebel hervorkommende Sonne. Ich wage jetzt trotzdem mal einen Blick nach draußen. Leute, guckt euch mal an, was das für eine Atmosphäre ist. Da vorne noch der leichte Nebel über den Bäumen. Der Schnee, die Vögel, die hier langsam hin und her fliegen. Da seht ihr mal, wie groß das Gebäude ist. Wir waren im allerhöchsten Stockwerk. Und jetzt hier unten einfach so ein großer Konferenzsaal. Da vorne geht's weiter. Ich gucke jetzt hier links mal rein. Ja, hier geht's weiter. Da der alte Fernseher. Guckt euch das mal an. Was das für ein Riesenteil ist. Der ganze Kasten. Das kommt gar nicht rüber. Hier mal meine Lampe und Hand als Vergleich. Hier ein uralter Beamer. Ja, und unzählige Tische und Stühle in diesem lichtdurchfluteten Raum. Wenn wir weitergehen, das sieht hier schon eher nach Essenssaal aus. Dort hinten mit den Sitzecken. Boah, kann man sich vorstellen, dass hier vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit mal Menschen Frühstück gegessen haben in diesem Hotel? Jetzt fällt es irgendwie schwer, allerdings ist der Zustand ja wirklich noch so gut. Kein Vandalismus. Garderobe, Telefon, WC. Chefschalter. Na, die Tür ist verschlossen. Wir gucken mal auf die andere Seite, bevor wir weitergehen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir da nicht mehr zurückkommen. Guck mal, Leute, Holz-Osterhasen, Krankenhaus. Ist das vielleicht gemeinnützige Arbeit gewesen, dass hier gebastelt wurde? Ja, hier sind sie drin. Ja, hier ist die Rückseite von dem, was wir gerade gesehen haben. Die Tür war verschlossen. Hier sind WC-Anlagen. Ist allerdings hier wieder dunkel, weil hier keine Fenster sind. Ja, Badezimmer, Wickelraum. Guckt euch das mal an, hier ist ein eigener Raum zum Wickeln, allerdings verglast. Die Geräusche da vorne. Leute, das tropft nicht. Jetzt hat's aufgehört, das kann doch nicht sein. Das ist nämlich eine automatische Türöffnung. Und ich schätze, das war der Bewegungsmelder, der die ganze Zeit ausgeschlagen hat. Jetzt vielleicht aber konstant aktiviert bleibt, weil ich jetzt hier im Raum bin. Ich gehe mal wieder zurück, mal sehen, ob er wieder anfängt zu klicken. Nee. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Das hat hier wirklich die ganze Zeit Geräusche gemacht und jetzt hört's auf. Ich gehe mal hier hinten lang. Da kommen wir auch in denselben Bereich. Sieht für mich aus wie ein weiterer Teil des Essenssaals. Allerdings hier, oh, mit riesiger Bar. Guckt euch an, wie das aussieht. Hier, das ist das Hotel. Hier, alte Sitzecke. Kamin. Boah, Leute, es hört nicht auf. Hier, alte Zapfanlage. Getränke. Das hier gehörte bestimmt mal zum Frühstücksbuffet.
guck mal, wie die Sonne da draußen rauskommt. Was das für ein Ausblick ist. Da kommen wir auch gleich hin. Gucken wir hier mal weiter. Hier ist noch eine Bar. Boah, hier sieht es aber richtig übel aus. Hier wurde sämtliches Essen, Müsli, Cornflakes, alles zusammengekippt und zu einem riesigen, gammelnden Haufen vereint. Dahinter die Theke, die ganzen Gläser. Man kommt hier aus dem Gucken gar nicht mehr heraus. Hier ist ja wirklich noch alles da. Alles hinterlassen. Hier ist gerade Leon in der Küche. Hier riecht es noch komplett nach. Es riecht hier komplett nach frittierten Pommes oder so. Wenn man aus der Küche von dort hinten weiterkommt, findet man hier etwas, was für mich schon gar nicht mehr nach Hotelbereich aussieht. Das sieht schon irgendwie ein bisschen privater aus. Guck mal hier. Die Zimmerschlüssel. Hier liegen sie alle verteilt. Da ist wieder ein Zugang zum Treppenhaus. Und hier rechts rum. Boah, ja. Das wird hier die Verwaltung gewesen sein. Hier ist alles noch da. Von wann ist der Kalender? 2018. Draußen steht ein Einkaufswagen. Ist ein bisschen verdächtig. Oh, guckt euch dieses Wetter an, dieser Nebel. Man sieht nichts. Dieser Nebel, der alles in Dunkelheit hüllt. Und wenn wir hier lang gehen, eine nächste Bar. Und das Highlight bisher ist dieser Essenssaal mit einem unglaublichen Ausblick. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen. Wir befinden uns ja hier mitten auf dem Berg. Und wenn ich hier die Schritte weitergehe, guckt euch mal bitte an, was man hier für einen Ausblick hat. Die Sonne kommt langsam durch den dichten Nebel und man kann bis hinten in die Ferne schauen und es geht eigentlich noch weiter. Wir hoffen immer noch drauf, dass der Nebel sich ganz lichtet, dass man nachher mal mit der Drohne euch zeigen kann, wie es hier eigentlich aussieht. Aber dieser Ausblick hier aus dem Essenssaal, dort unten stehen Pferde auf einer kleinen Koppel und ewige Weite. Da unten sieht man Taco, der sich gerade den Außenpool anguckt. Auch das steht uns noch bevor. Boah, Leute. Hier eine große Terrasse. Es ist doch verrückt. Können wir hier durchgucken? Hier sieht man einen Teil des Hotels. Da liegen irgendwelche Spiele verteilt. Da tropft es aber auch schon von der Decke. Hier der Kinderpunsch. Also ja, vor kurzem noch getrunken worden. Hier sind noch Zimmer. Wir gehen mal weiter runter. Da steht es schon ausgeschildert, Leute. Hallenbad. Da gehen wir gleich hin. Das findet sich hier. Das sieht mir eher nach... Hier steht Werkstatt. Vorsicht, Hund. Raum für die Skischule. Nee, Skischuhe. Boah, was ist das denn? Guckt euch das mal an, das ist hier ein ehemaliger Veranstaltungsraum. Das ist doch eine Bühne, oder? Hier steht noch ein alter Tischkicker. Einsam und verlassen. Die Scheibe ist schon total dreckig vergilbt und beschlagen. Hier die Bühne. Was ist das hier noch? Boah, guckt euch mal den Riesenkäfer an, der da sitzt. Könnt ihr den erkennen? Ich glaube nicht. Hier ist alles voll von den Dingern. Was ist das denn? Was ist denn das für ein Raum? Ich hätte jetzt fast auf Kegelbahn getippt, aber hier ist ja gar keiner ausgelegt. Aber vom Raum her wird es passen. Da hinten auch, als wenn da die Schuhausgabe gewesen ist. Aber hier ist alles voller... großer, toter Käfer. Wahrscheinlich wird es wirklich mal eine Kegelbahn gewesen sein. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das würde hier total in diesen Raum passen. Und die Holzverkleidung, die Bahnen wurden vielleicht herausgenommen.
Was könnte das sonst gewesen sein? So ein länglicher Raum, den baut man doch nicht einfach so. Auch hier mit dieser Rezeption, als wenn hier die Schuhe gelagert wurden. Hier im nächsten Raum wartet schon eine weitere Überraschung. Alte Weihnachtsdekoration. Guckt euch den riesigen Weihnachtsmann an. Hier die Girlanden. Ja, wird aber auch mal ja, Heizungskeller und gleichzeitig auch Wäscheraum gewesen sein. Also hier mit mehreren Funktionen. Leute, ich weiß gar nicht. Waschküche. Ja, hier sind riesige Waschmaschinen. Hier wurde die Hotelwäsche gemacht. Hier liegt auch noch einiges. Ich gehe mal wieder zurück in die andere Richtung, weil wir wollten ja eigentlich ins Hallenbad. Ihr seht schon, man geht nur eine Abzweigung weiter, um den Raum zu erkunden und landet am ganz anderen Ende des Hotels, weil man immer mehr findet. Aber wir gehen jetzt mal wieder zurück dorthin, wo wir eben waren, durch den großen Veranstaltungsraum. Hier wieder zurück, steht schon wieder ausgeschildert, Hallenbar. Hier irgendwelche ja, Heizungsräume wieder. Hallenbad außer Betrieb, bitte keine Gläser an den Pool mitnehmen. Hallenbad mit Straßenschuhen bitte nicht betreten. Also hier geht's ins Hallenbad, durch die Tür oder wo? Nee, da lang. Da lang? Beauty and Wellness Oase, hier steht's. Gehen wir mal durch. Hier kommt so ein leicht kalter Windzug durch. Boah, wie es hier aussieht. Schon wieder ganz anders. Hier die Verzierung. Hier so ein privates Badezimmer. Auch wieder mit Wandmalereien. Große Badewanne und eine Dusche. Hier war bestimmt mal Wasser drin. Und dann hier überall weitere Malereien an der Wand. Da hinten geht es auch nochmal in ein anderes Treppenhaus. Boah, guckt euch das hier mal an. Was ist das denn hier? Riesiges Bild. Sieht aus wie von Bob Ross gemalt. Ist auch genau die Maltechnik, nur eben an einer Tapete. Und hier unten ein Teller aus Muscheln, Kerzen. So ein bisschen die Fenster mit den Vorhängen zugehangen. Eine Küche. Oh, hier riecht's ganz ekelhaft. Was haben wir hier noch? Hier seht ihr nochmal wieder den Ausblick. Wir sind jetzt wahrscheinlich direkt unter dem Essensraum, den wir eben hatten. So groß hätte ich das jetzt gar nicht erwartet. Krass, ne? Oh, hier tropft's auch wieder. Leute, guckt euch mal hier das stillgelegte Schwimmbecken an. Riesiges Hallenbad, hier tropft's auch überall von der Decke. Nee, das kommt da vorne durch. Hey Leute, das hat hier Dimensionen, die man gestern Abend überhaupt nicht erahnen konnte. Klar, wir haben schon gesehen, dass das ein großes Gebäude ist. Aber dass wir hier noch so viel finden, hier muss es ja mal so schön gewesen sein. Echt schade, dass dieses Hotel nicht mehr in Betrieb ist. Aus welchen Gründen auch immer. Da hinten noch diese Brücke, die so über die Ecke des Pools geht. Und hier draußen, boah, hier tropft es überall. Ich will gar nicht so nah an die Scheiben rangehen. Da draußen ist nämlich noch ein Außen-Swimmingpool. Da haben wir doch Taco eben von oben gesehen. Mal sehen, ob wir da auch nochmal einen Ausgang finden. Auf jeden Fall kam man ursprünglich hier dann über die Veranda nach drinnen und dann ins Hallenbad. Also hier das Treppenhaus, was wir gerade schon gesehen haben. Leon hat gesagt, hier geht es nochmal in einen Saunabereich. Ja, da steht es auch wortwörtlich an der Tür. Rechts rum, boah, guckt euch das mal an. Die Kessel, guckt euch den mal an. Wie riesig das alles ist. Aber klar, für so ein großes Gebäude. Machen wir hier die Tür mal auf. Tatsache. Hier geht's in die Erlebnisdusche. Okay. Ja. Ist ein Erlebnis. Boah, guck mal hier. Die ehemalige Dekoration. Und dass die aus dem Brunnen rauskommt. Trinkquelle heißt es hier. Das hier noch?
Okay, der Raum ist leer. Und in dem Bereich Ruheraum, wahrscheinlich genauso wie der andere. Boah, hier die Spinnenweben, guckt euch das mal an. Überall. Ja, hier ist der Verfall natürlich schon echt heftig. Da tropft es wieder von der Decke. Die Farbe ist komplett grün an der Wand. Ja, und hier geht es nochmal in den Saunabereich. Allerdings draußen. Wir sind jetzt durch diese Tür gekommen und sind jetzt in der kalten, frischen Tagesluft. Hier tröpfelt es vom Dach. Das sieht schon gar nicht gut aus. Wahrscheinlich wird das hier alles auf kurz oder lang zusammenbrechen. Leon ist da gerade im Saunabereich. Hier links rum noch ein alter Außenpool, den haben wir eben von oben gesehen. Und hier taut langsam der Schnee ab. Es tropft hier an allen Ecken. Und hier scheint die Sauna zu sein. Oh, sogar richtig groß. Guckt euch mal an, wie groß das hier ist. Da für den Aufguss. Und hier auf der anderen Seite noch eine etwas kleinere Sauna. Aber auch die ist ganz schön groß. Ja. Und jetzt ist es auch in der Sauna eiskalt. Hier nochmal ein Blick an eine andere Zapfquelle. Hier die uralte Cola. Verrückt, Leute. Also, wir sind auf dem Rückweg zum Auto. Das Hotel haben wir hinter uns gelassen. Hier rechts geht's runter, den Hang mit Schnee bedeckt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, uns kurz noch zu stärken, bevor es dann offiziell auf Tschechien-Tour geht. Wir sind absolut im Nichts, also haben das letzte zwielichtige Dorf schon vor Ewigkeiten hinter uns gelassen. Warum ist da einfach ein Grab mitten im Wald? Und Kerzenleuchten. Ey, ich sag dir, es ist so ein Dachboden, ey. Da spukt's. Ich höre ein Auto, was irgendwie da gerade dreht oder so. Wir sind immer noch unter Beobachtung. Mach mal Licht auf. Steht da auch wer am Fenster? Ja. Okay.